zusammen. Heute geht es darum, wie ich verschiedene Stoffe auseinanderhalten kann, um genau zu sein, um die Stoffeigenschaften. Was machen wir als allererstes, wenn wir mit einem Experiment beginnen? Wir holen uns die Stoffe. Als erstes schaue ich mir mal meine Stoffe an. Was ich schon mal feststellen kann, ich habe verschiedene Formen. Ich habe hier drei pulvrige Gegenstände, einen festen, der glänzt, und einen flüssigen Stoff. Das heißt, ich kann meine Stoffe schon mal nach den drei Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig unterscheiden und schauen, ob bei Zimmertemperatur welcher Stoff was hat. Zum Beispiel ist Wasser durchsichtig, farblos, sagt man auch dazu, und bei Raumtemperatur flüssig. Ob es nun wirklich Wasser ist da drin, kann ich nicht sagen, aber ich hätte schon mal eine Vermutung. Essig sieht zum Beispiel genauso aus. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich unterscheide zwischen einem Pulver und einem festen Stoff. Auch hier gibt es Unterschiede. Es gibt viele feste Stoffe, die ich auch als Pulver bekomme und umgekehrt. Aber hier kann ich schon mal sehen, habe ich eine Platte oder habe ich ein Pulver. Viele Stoffe haben eine ganz typische Farbe. Das ist auch immer ganz wichtig. Das graue, oft auch glänzende Material ist zum Beispiel mein Eisen. Eisen erkenne ich wirklich oft an seiner grauen, manchmal eben auch glänzenden Farbe. Im Vergleich dazu hier drüben, dieses orange helle Leuchten erinnert mich doch sehr stark an eine Kupferdachrinne. Und genau das ist es auch. Hier habe ich reines Kupfer. Die beiden Stoffe in der Mitte sind wahrscheinlich für euch noch nicht ganz so bekannt, aber als Chemiker weiß ich sofort, was das ist. Der gelbe Stoff ist auf jeden Fall Schwefel. Die gelbe Farbe ist ganz typisch für Schwefel. Wenn ich irgendwo auch in der Natur eine so hellgelbe Farbe sehe, weiß ich, dass es sich hier um Schwefel handeln muss. Dieser orangene Stoff ist Kaliumdichromat. Kaliumdichromat hat diese typisch orangene Farbe. Auch das weiß ich, wenn ich mich mit Chemie beschäftige, dann sofort, dass ich es hierbei um Kaliumdichromat handeln muss. Also ihr könnt sehen, die erste Einteilung, die wir machen, ist immer mit unseren Augen. Das heißt, wir schauen uns die Stoffe an, welche Aggregatzustände haben sie, fest, flüssig oder gasförmig. Und wir schauen, welche Farbe haben sie. Vielleicht bringt das ja schon Aufschluss, um was für einen Stoff es sich handelt. Auch können wir schauen, sind sie pulverförmig, sind sie fest, komplett fest, sind sie klumpig, sind sie ganz weich? Wie sind sie an und für sich einfach von ihrer Form? Das heißt, das Erste, was wir machen, wir schauen uns den Stoff an. Nun der nächste Schritt. Nachdem wir uns die Stoffe angeschaut haben, stellen wir vielleicht fest, dass wir vier ähnliche Metallplatten haben. Wie können wir jetzt diese unterscheiden? Das hier sind die vier Metalle. Die kann ich nun überprüfen, um was für Metalle es sich handelt. Auf einmal, ich sehe einen Unterschied. Und das andere, was ich immer machen kann, ist, ich kann einen Hörtest durchführen. Bei diesen Feststoffen geht das ganz einfach. Ich nehme sie und lasse sie fallen. Mal schauen, ob ihr einen Unterschied hört. Stoff Nummer 1. Stoff 2. Stoff Nummer 3 und zum Abschluss Stoff Nummer 4. Der erste Stoff, den ich fallen gelassen habe, das war der sehr dumpfe Ton. Das ist Blei. Blei ist sehr weich, Blei lässt sich verformen als Metall und Blei hat einen sehr stumpfen Ton, wenn es nach unten fällt. Der zweite Stoff, den ich genommen habe, war Zinn. Zinn ist ein harter Stoff, er glänzt und hört sich wie folgt nochmal an.
Das heißt auch ein eher dumpferer Ton, der nicht ganz so hell und kräftig ist. Als nächstes habe ich dieses sehr hell, sehr stark glänzende Metall fallen lassen. Ihr hört ein sehr hoher Ton, ein sehr heller Ton. Es ist zusätzlich noch sehr leicht. Das ist Aluminium. Und zum Abschluss habe ich dieses Metall noch fallen lassen. Es ist deutlich schwerer wie Aluminium und hört sich nicht ganz so hell an. Das war Eisen. Wenn ich die Töne ungefähr kenne, kann ich daran erkennen, um welches Metall es sich handelt. Ihr seht, eine weitere Unterscheidungsform ist das Hören. Das heißt, wir können Metallplatten hinfallen lassen und hören einen Unterschied. Es hört sich unterschiedlich an, wenn Wasser kocht, zu dem Punkt, wenn Wachs kocht oder andere Stoffe. Manche Stoffe haben so ein ganz typisches Geräusch, wenn man sie erwärmt. Das heißt, durch Hören können wir die Stoffe auch unterteilen. So, nun kommen wir zum nächsten Schritt. Hier ziehe ich mir auf jeden Fall meine Schutzbrille auf, da ich nun nicht mehr weiß, welcher Stoff was ist. Denn ich habe hier drei klare Flüssigkeiten. Um welche Flüssigkeiten es sich dabei handelt, kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, in einem der Reagenzgläser muss Essig drin sein, in einem gewöhnliches Wasser und in dem zweiten Salzsäure. Wie kann ich das Ganze jetzt rausfinden? Das geht relativ einfach und ist vom Prinzip her auch ganz leicht zu machen. Das könnt ihr immer am Anfang machen. Wir riechen an den Stoffen. Wichtig dabei, niemals mit der Nase direkt über das Gefäß. Wir wissen nicht, was drin ist. Salzsäure, wenn ich das direkt einatme, könnte das meine Nasenwände verätzen, weil da entsteht auch ein säurehaltiger Dampf. Das möchte ich ja auf keinen Fall, sondern ich möchte nur wissen, ob ich einen Unterschied riechen kann. Also halte ich es ein Stück vor meine Nase und fächel mir das Ganze zu. Das reicht schon, dass ich rieche, was das ist. Hier nehme ich jetzt nur einen sehr schwachen Geruch wahr. Das könnte die Salzsäure sein. Der zweite Stoff. Hier rieche ich gar nichts. Das könnte das Wasser sein. Und der dritte Stoff. Hier rieche ich ganz klar Essig heraus. Der Geruch von Essig kennt ihr. Das kann man hier perfekt riechen. Das reicht das Zufächeln vollkommen aus. Das heißt, ich weiß, das hier ist mein Essig. Nun, hier habe ich einen leichten Geruch erlangt von der Salzsäure, aber nicht stark. Naja, was könnte ich jetzt machen, um das rauszufinden? Ich probiere mal, ich nehme einen Schluck. Nein, auf gar keinen Fall. Wir probieren niemals in der Chemie die Stoffe. Das ist hochgefährlich. Wenn ich diese Salzsäure trinken würde, würde ich mich verätzen und mich lebensgefährlich verletzen. Hier gibt es andere Methoden, wie ich das rausfinden kann. Zu diesen Stoffeigenschaften kommen wir noch. Als Beispiel hierzu könnte ich die elektrische Leitfähigkeit prüfen. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch dann später. Aber nochmal zur Wiederholung, auf gar keinen Fall nehmen wir einen Schluck von oder nehmen irgendwas in den Mund von irgendwelchen Chemikalien. Andere Möglichkeit bekomme ich auch ganz oft. Ich könnte einfach mit dem Finger mal reingehen. Auch das auf gar keinen Fall machen. Wir fassen niemals in Flüssigkeiten und auch Feststoffe sind wir sehr vorsichtig. Wenn ich sage, verwendet Handschuhe, macht das bitte auch. Niemals mit der Hand in sowas reingehen. Auch hier könnte ich mich schwer verätzen. Auf gar keinen Fall Sachen anfassen. Das waren alle Möglichkeiten, wie wir mit unseren Sinnen Stoffe herausfinden können, das heißt die Stoffeigenschaften überprüfen. Ich kann sehen, mit meinen Augen mir anschauen, was ist das für ein Stoff. Ich kann hören, verschiedene Stoffe klingen unterschiedlich. Ich kann riechen. Dran denken, wir fächern uns das Ganze zu, niemals mit der Nase direkt drüber gehen, denn das könnte auch zu gefährlichen Verätzungen führen oder als Beispiel,
Die Buttersäure, die riecht sehr stark nach Erbrochenem. Das ist wirklich sehr eklig, diese direkt zu riechen. Wenn ich sie mir leicht zufächer, geht das. Und die beiden letzten Möglichkeiten machen wir auf gar keinen Fall. Schmecken und fühlen machen wir auf keinen Fall. Das ist nochmal wichtig gewesen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.